Hallo und willkommen zum Tag 5 unserer Challenge. Und heute geht es darum, wie man einfach die Form eines Objektes verändern kann. Wir werden heute mit dem Verflüssigenfilter arbeiten. Den Verflüssigenfilter findet ihr unter Menü Filter Verflüssigen. Aber bevor ich den Filter starte, mache ich Folgendes. Ich erstelle eine Kopie der Ausgangsebene, Steuerung J, Command J, und konvertiere diese zu einem Smart-Objekt. Ich gehe Filter für Smart-Filter konvertieren. Warum ich das gemacht habe, erzähle ich ein bisschen später. So, nun starte ich den Filter. Ich gehe Filter verflüssigen. In diesem Video werde ich nur über die wichtigsten Werkzeuge und Einstellungen erzählen. Schauen wir uns zuerst das Verflüssigen-Fenster an. Links findet ihr alle Werkzeuge. Auf der rechten Seite befinden sich die Einstellungen. Fangen wir mit dem Mitziehen-Werkzeug an. Dieses Werkzeug verschiebt die Pixel in die Richtung, in die ihr den Pinsel bewegt. Die Pinselgröße kann man mit dem Schieberegler Größe verändern, also verkleinern oder vergrößern, so wie ihr es braucht. Je größer ist der Pinsel, desto mehr Pixel werden verschoben. Wir können die Pinselgröße, die Dichte und den Druck einstellen. Ich empfehle die Werte für Dichte und Druck zwischen 0 und 25. Ich zeige gleich warum. Ich reduziere die Werte. Ich reduziere auch die Größe und zeige, was ich meine. Wenn ich jetzt die Pixel verschiebe, sogar noch ein bisschen kleiner, wenn ich jetzt die Pixel verschiebe, das mache ich dann viel langsamer, akkurater und präziser. Der Pinsel sollte ein bisschen größer sein als der Bereich, was man gerade korrigiert. Und natürlich habt ihr ein Werkzeug, mit dem ihr die vorgenommenen Änderungen rückgängig machen könnt. Das ist Rekonstruktionswerkzeug. So, ich aktiviere das Werkzeug und male dort, wo ich die Änderungen rückgängig machen möchte. Und wie ihr seht, das passiert nicht auf einmal, sondern Schritt nach dem Schritt. Übrigens, wenn ihr alle Korrekturen rückgängig machen wollt, klickt ihr auf die Schaltfläche Alles wiederherstellen. Und nun zu meinem Lieblingswerkzeug, nach links schieben Werkzeug. Ich erhöhe die Dichte, damit ihr besser seht, was ich mache. Also, das Werkzeug verschiebt die Pixel nach links, wenn ich das Werkzeug nach oben führe. Nochmal, seht ihr? Und wenn ich es nach unten führe, dann verschiebt es die Pixel nach rechts. Alles rückgängig. Ich reduziere wieder die Dichte und den Druck. Und ich möchte wieder diese Stelle anpassen. Ich bewege den Pinsel von oben nach unten und kann ganz akkurat die Stelle so korrigieren, wie ich gerne hätte. Das nächste Werkzeug ist Fixierungsmaske. Mit diesem Werkzeug könnt ihr bestimmte Bereiche fixieren, um diese vor Verzerrung zu schützen. Zum Beispiel, ich möchte diesen Bereich ändern. Aber der angrenzende Bereich sollte unverändert bleiben. So, ich male mit dem Werkzeug über den Bereich, den ich schützen möchte. Und nun, man kann jetzt ruhig Änderungen vornehmen. Ich nehme ein bisschen größere Pinsel und kann jetzt zum Beispiel die Haare stylen, ohne Angst zu haben, dass die Gesichtszüge auch verändert werden. Nächstes Werkzeug, Maske löschen Werkzeug. Es entfernt einfach die Maske. Ich male einfach über die Maske, um diese zu entfernen oder zu korrigieren. Und nun zu einem der interessantesten Werkzeuge, Gesichtswerkzeug. Das Werkzeug erkennt automatisch das Gesicht. Und jetzt könnt ihr ganz einfach die Korrekturen vornehmen. Rechts findet ihr alle möglichen Einstellungen fürs Werkzeug. Erstmal sucht ihr den Bereich, den ihr korrigieren möchtet, zum Beispiel die Augen.
Hier haben wir Augen, Nase, Mund, Gesichtsform. Also wir werden jetzt die Augen verändern. Und durch das Bewegen der Schieberegler könnt ihr die Augen anpassen. Zum Beispiel Augengröße. Ich verschiebe den Regler, zum Beispiel so. Ihr könnt die Größe entweder von nur einem Auge anpassen, also einmal rechts, einmal links, oder gleich von beiden Augen. Dafür müsst ihr hier drauf klicken. Und jetzt, wenn ich den Regler verschiebe, kann ich beide Augen gleichzeitig korrigieren. Genau so funktioniert es mit anderen Einstellungen, zum Beispiel für die Nase, Nasenhöhe ändern oder Nasenbreite. Mund kann man ein bisschen lächeln zaubern, die Oberlippe zum Beispiel korrigieren oder die Unterlippe. Sehr, sehr bequemes Werkzeug. Die Werkzeuge funktionieren sehr einfach. Ihr solltet aber sehr vorsichtig die Korrekturen vornehmen. Egal was ihr macht, es soll immer natürlich bleiben. Und ich habe noch versprochen zu erzählen, warum ich anfangs die Ebene zu einem Smart-Objekt konvertiert habe. Zum Beispiel, wir sind fertig mit Korrekturen und ich klicke auf OK. So, wir sind zurück, wir sind im Photoshop. Schauen wir uns das Bild an und denken, okay, ich bin aber nicht ganz fertig hier und da muss ich noch was korrigieren. Dann macht er einen Doppelklick hier drauf und es öffnet sich wieder das Verflüssigen-Fenster und ihr könnt die Korrekturen, was ihr schon vorgenommen habt, anpassen oder rückgängig machen oder etwas anderes noch korrigieren. Das war's für heute. Ich bin Irina Frank, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen.